إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاتقوا الله عباد الله أما بعد Die Kenntnis Allah Ta'alas Namen und Eigenschaften, das Verstehen ihrer Bedeutungen und Durchschauen ihrer Geheimnisse gehört zu den größten imanstärkenden Komponenten des Islams. Daher sagt Ibn Taymiyyah rahimahullah, er sagt, und da das Bedürfnis der menschlichen Seele nach der Kenntnis ihren Herrn das größte Bedürfnis ist, sind auch die Erkenntniswege dorthin, yani zu Allah Ta'ala, die größten. Und heute beschäftigt uns der Name Allah Ta'alas Al-Afu, der an einigen Stellen des Korans vorkommt, zum Beispiel in der Aussage Allah Ta'alas, dies und wer im gleichen Maß bestraft, wie er bestraft wurde, hierauf aber wieder zu Unrecht angegriffen wird, dem wird Allah ganz gewiss helfen. Allah ist wahrlich allverzeihend und allvergebend. Allvergebend, Al-Afu. Und er sagt, diejenigen von euch, die sich von ihren Frauen durch den Rückenschwur trennen, sie sind doch nicht ihre Mütter, ihre Mütter sind doch nur diejenigen, die sie geboren haben. Sie sagen, dafür war etwas Abscheuliches an Worten und etwas Falsches. Und Allah ist wahrlich allverzeihend und allvergebend. An einer dritten Stelle sagt er, jenen wird Allah vielleicht verzeihen. Allah ist allverzeihend und allvergebend. Vergeben, was bedeutet das Vergeben? Vergeben ist das Hinwegblicken über die Sünden. Das Hinwegblicken über die Sünden und die Fehler und das Ausfallenlassen der Strafe. Al-Afu, das ist der, der die Fehltritte auslöscht, über die Sünden seiner Diener hinwegblickt und die Strafe entfallen lässt. Die Vergebung Allah Ta'alas ist also ein Ausdruck für das Auslöschen sämtlicher Folgen der Sünden. Er löscht sie aus den Registern der Engel und belangt den Diener nicht für die Sünden am Tage der Auferstehung und lässt sie in den Herzen vergessen, damit sich der Sünder nicht zu Grund und Boden schämen muss, wenn er vor Allah Ta'ala steht. Vielmehr tauscht er sie teilweise durch gute Taten aus, wie Allah Ta'ala sagt. Er sagt, außer demjenigen, der bereut und glaubt und rechtschaffene Werke tut, jenen wird Allah ihre bösen Taten gegen gute eintauschen und Allah ist stets allvergebend und barmherzig. Al-Afu, der immer und weiterhin mit Vergebung bekannt ist, zu dessen Attributen das Begnaden und Verzeihen gehört. Keiner von uns kann ohne sie, ohne diese Vergebung auskommen und ohne seine Gnade oder Gutmütigkeit. Zudem hat Allah Ta'ala die Vergebung jenen versprochen, die den Ursachen dieser Vergebung nachgehen. Allah Ta'ala nennt diese Ursachen, vier Ursachen nennt er. Er sagt, und ich bin wahrlich allvergebend für denjenigen, der bereut, Nummer 1, und den Iman verinnerlicht, Nummer 2, und rechtschaffen handelt, Nummer 3, und sich hierauf recht leiten lässt, das ist die Nummer 4. Eines Tages stand Abu Bakr auf der Mimbar und vergaß einige Tränen in der Erinnerung an den Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, der Prophet alaihi salatu wassalam stand auf seiner Mimbar, weinte und sagte, bittet Allah Vergebung und Verschonung. Nach der gewissen Überzeugung, nach der Überzeugung im Iman, wurde niemandem etwas Besseres als die Verschonung gegeben. Allah Ta'ala sagt, O meine Diener, die ihr gegen sich selbst, gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden. Er ist ja der Allvergebende und der Barmherzige. Anas ibn Malik berichtet einen Hadith. Er sagte, ich hörte vom Gesandten Allahs, dass er sagte, Allah spricht, Sohn Adams, solange du mich anflehst und auf mich gute Hoffnung setzt, vergebe ich dir das, was von dir kommt und beachte es nicht. Sohn Adams, wenn deine Sünden auch die Wolken des Himmels erreichen sollten, du mich dann aber Vergebung bittest, dann vergebe ich dir. Sohn Adams, wenn du mir auch nahezu gleich einer Erdenladung an Fehltritten brächtest, du dann aber auf mich triffst und mir nichts beigesellst, dann bringe ich dir nahezu gleich an Vergebung.
Das ist gewaltige, nachsichtige, milde und unermessliche Edelmut. Nun zu deinem Anteil an diesem Namen. Erstens, vermehre den Anteil dieses Namens in deinen Bittgebeten. Zu den prophetischen Bittgebeten gehört die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Allah, du bist der Vergebende, liebst das Vergeben, drum vergib mir. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte jeden Morgen und Abend diese Worte zu sagen: O Allah, ich bitte dich um Vergebung und Wohlbefinden im Diesseits und Jenseits. O Allah, ich bitte dich um Vergebung und Wohlbefinden in meiner Religion, meinem Diesseits, meiner Familie und meinem Vermögen. O Allah, bedecke meine Schwächen und beruhige meine Ängste. O Allah, bewahre mich vor dem, was vor mir ist und was hinter mir ist, was zu meiner Rechten und zu meiner Linken ist, was über mir ist, und ich suche Zuflucht bei deiner Erhabenheit vor plötzlichem Unheil unter mir. Zweitens, Allah Ta'ala liebt die Vergebenden unter den Menschen und spornt dazu an, zu vergeben und Entschuldigungen anzunehmen. Daher sollte deine Devise lauten: Vergib, dann vergibt auch Allah dir. Gibt es für einen Vater etwas Schlimmeres, als dass seine Tochter verleumdet wird? Noch schlimmer wird es, wenn diese Tochter die Frau eines Propheten oder des Propheten ist. Abu Bakr pflegte für Mistah ibn Uthatha aufzukommen finanziell. Er finanzierte ihn. Da er aber einer der Teilhaber war an der Verleumdung Aishas, radiyallahu ta'ala anha, welche Allah dann für unschuldig erklärte, sagte Abu Bakr: Bei Allah, ich werde ihm keinen Groschen mehr geben. Und nach seiner Aussage über Aisha, nach seiner Verleumdung. Daraufhin wurden folgende Verse herabgesandt, ebenfalls in der Surat An-Nur, welche um die Verleumdung Aishas handelt. Allah Ta'ala sagt darin, und es sollen, adressiert an Abu Bakr, und es sollen diejenigen von euch, die Überfluss und Wohlstand besitzen, nicht schwören, sie würden den Verwandten, den Armen und denjenigen, die auf Allahs Weg ausgewandert sind, nichts mehr geben, sondern sie sollen verzeihen und nachsichtig sein. Liebt ihr es nicht selbst, dass Allah euch vergibt? Allah ist allvergebend und barmherzig. Daraufhin sagte Abu Bakr, er sagte: Sicher liebe ich, dass Allah mir vergibt. Und er kam wieder für Mistah auf. Heute meidet der Muslim einen anderen Muslim für winzige, belanglose Dinge und meidet ihn Monate und Jahre und vergisst die Freundschaft und die Bindung, die sie einst verbunden hat. Allah Ta'ala sagt, die Vergeltung für eine böse Tat ist etwas gleich Böses. Wer aber verzeiht und Besserung bringt, dessen Lohn obliegt Allah. Er liebt ja nicht die Ungerechten. Anas radiallahu ta'ala überliefert, er sagte, wir sahen den Propheten sallallahu alaihi wasallam lächeln, bis man seine Zähne sehen konnte. Umar fragte ihn, was bringt dich zum Lächeln, O Gesandter Allahs? Er sagte, zwei Männer meiner Umma werden vor dem stolzen Herrn knien und einer wird sagen, O Herr, vergelte ihn für das Unrecht, das er mir angetan hat. Daraufhin sagt Allah Ta'ala, er wird sagen, er hat ja gar keine guten Taten mehr. Daraufhin sagt der Mann, der sich beschwert, er sagt, so soll er etwas von meinen Sünden abnehmen. Anas, der Überlieferer, sagt hierauf, hier tränten die Augen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, und er sagte, es ist ein schwerer Tag, an dem die Menschen andere brauchen, die ihre Sünden abnehmen. Daraufhin erzählt er weiter, Allah Ta'ala sagt zu dem Mann, heb deine Augen empor und blick in die Gärten des Paradieses. Er sagt, er blickt empor und sagt, mein Herr, ich sehe Orte aus Gold und Schlösser aus Gold mit Perlen bestückt. Welchem Propheten, welchem Wahrhaftigen oder welchem Märtyrer gehören diese? Er sagte, sie gehören dem, der den Preis zahlt. Und darauf sagte er, wer besitzt den Preis davon schon? Dann sagt Allah Ta'ala, du besitzt ihn. Er sagte, wie das? Er sagte, wenn du deinem Bruder vergibst. Daraufhin sagte er, ich habe ihm vergeben, mein Herr. Daraufhin sagt Allah Ta'ala, nimm deinen Bruder bei der Hand und führe ihn ins Paradies. Und hierauf sagte der Prophet, alaihi salatu wassalam,
fürchtet Allah und bringt die Sache zwischen euch in Ordnung. Die dritte und vorletzte Sache. Über den zahlungsunfähigen Schuldner hinwegzublicken und ihn nicht zu belangen für seine Unfähigkeit. Im Hadith sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, es gab einen Händler, der den Menschen seine Ware auf Kredit verkaufte. Und wenn er einen in Not geratenen Menschen sah, sagte er zu seinen Gehilfen, erlasset ihm seine Schulden, möge Allah uns auch unsere Schulden erlassen, da erließ ihm Allah seine Schuld. Viertens, die Sünden nicht unverblümt in aller Öffentlichkeit zu tun. Im Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jedem Mitglied meiner Umma wird vergeben. Jedem Mitglied meiner Umma wird vergeben, außer jenen, die ihre Sünden öffentlich machen. Ein Beispiel dafür ist das eines Mannes, der nachts eine Sünde begeht und am nächsten Morgen, nachdem Allah seine Sünde verdeckt hat, sagt, oh so und so, ich habe letzte Nacht dieses und jenes getan. Nachdem sein Herr ihn die ganze Nacht über bedeckt hat und er am nächsten Morgen öffentlich macht, was Allah bedeckte.